So, servus, grüßt euch. Ich bin der Richard von den Bavarian Bombardiers. Bin 43 Jahre alt, komme aus Moos, Landkreis Deckendorf. Bin gelernter Kfz-Mechaniker. Nach der Lehre 96 bin ich im BMW gegangen, Dingelfing. Da bin ich im Karosseriebau, Türen Glatten, wo damals der E31 hergestellt worden ist. Da bin ich als Instandhalter, ja. Es war damals schon ein Traumauto, wie ich 96 angefangen habe, ist er noch im Werk umeinander gefahren und ganz viel umeinander gestanden. Aber das war damals ganz, ganz weit weg, das Auto von mir. Hat er damals, meiner zum Beispiel, hat 189.000 D-Mark gekostet. Und aber jetzt, vor zwei Jahren, habe ich mir dann den Traum erfüllt und habe ein ganz schönes Modell gekriegt, Sondermodell sogar, ist ein M Individual Japan Edition, einer von 299 Stück, wo es nur drei Farben gegeben hat, 155 Espensilberne, dann 123 Abusblaue und 21 Hellrote hat es gegeben, genau. Das ist ein recht gefragtes Modell, das hat ab Werk praktisch schwarzes Dach, hat das komplette CSI-Paket, hat Bicolor-Leder mit M-Streifen. Genau, das war halt so das Ausschlaggebende, was das Sondermodell hat. Die Japaner wollten das damals, ein reines deutsches Fahrzeug. Und da hat halt BMW hat ja noch 299 Stück am Tisch gekaut. So, ich habe jetzt vor zwei Jahren habe ich praktisch dann den 8er erworben. Wie gesagt, das Sondermodell und ja, war eigentlich recht gut der Zustand. Bis auf den Himmel, Hutablage, da war der Stoff nicht mehr, also das Alcantara nicht mehr so schön. Das habe ich dann vom Christoph Smelti, COF, habe ich das dann neu ja, mit Alcantara überziehen lassen. Dann, ja, was haben wir noch gemacht? Luftfahrwerk, das war so ein Thema, ja. Wer baut dafür ein 8er Luftfahrwerk? Das gibt es ja nicht von der Stange. Ich habe dann noch von Carsport habe ich noch Steuerung daheim gehabt und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, da ist mir dann der Willi ins Auge gefallen. WCP von Linz, Wilhelm Bauer, genau, und den habe ich dann kontaktiert und das hat dann super hingehauen. Ich habe ihm das Auto auf Linz gefahren und der hat mir dann das komplett mit Air Force, weil Air Force Carsport, das ist ja eigentlich, läuft von einem Band runter und der hat mir das praktisch dann fertiggestellt, das Fahrwerk. Auspuffanlage habe ich vor kurzem noch reingemacht, einen Eisemann. Den habe ich über Chris Kappenberger, Carside Unlimited, der hat mir den besorgt. Und auch eine ganz gute Adresse. So Innenraum ist ziemlich originalblüm. Ich habe mir halt nur so Nadi Torino Holzlenkrad in 38 cm einbaut und Airbag haben wir stillgelegt. Dann die Fernbedienung haben wir dann beim Aschenbecher, wo der Aschenbecher normal ist, haben wir die Fernbedienung reingebaut, also dass die auch einen schönen Platz hat. Ja, dann ging es zu den Felgen. Was mache ich für Felgen drauf? Ich habe ja schon den E28, wo vielleicht auch schon viel kennen, mit Luftfahrwerk, Gotti-Felgen. Dann habe ich mir gedacht, ja, Gotti-Felgen, das weiß ich irgendwie für das Auto. So, habe ich mir 4 Gotti-Sterne besorgt. So, was machen wir jetzt? Sollen eigentlich 19 Zoll werden. Ja, dann bin ich halt zum Matthias gekommen, gekränzert und habe den kontaktiert. Der hat auch gleich alles organisiert. Außenbetten, die Bubble Slim und Innenbetten von Schmidt. Und dann ist das eins in eins gegangen. Wir haben zwar ein bisschen Wartezeit gehabt wegen die Außenbetten, weil die von Japan gekommen sind, aber hat dann eigentlich alles dann schon hingehauen, ja. Die Sterne haben wir vom Josef haben wir die verdichten lassen, vom FK Felgenveredelung, auch eine super Adresse, also sehr zu empfehlen, wenn es um Felgen geht, Pulver beschichten, verdichten, sehr gute Adresse. Dann die gelben Lichtbänder wollte ich unbedingt noch vom Engländer, so als kleinen Akzent noch, ja. Ja, das Modell ist jetzt ein 840er, 8-Zylinder mit 286 PS. Ist eigentlich ein recht spritziger Motor.
Und ja, jetzt hat es einen 12-Zylinder hat's auch gegeben, aber ja, der hat eigentlich 299 PS, aber Spritverbrauch, Träge, also der 840er, das ist schon noch eine gute Lösung, was sie dann noch gebaut haben, BMW. So, ich möchte mich jetzt noch herzlich bei euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, es habt ihr mir alle verstanden. Ich bin auch recht aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Also ich tue schon 25 Jahre Autotunen, aber so ein Video ist jetzt eigentlich das erste. Ich möchte mich recht herzlich bedanken dafür. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Like drunter lasst und ja, YouTube-Kanal könnt ihr sowieso. Schaut mal rein. Servus, pfiat euch!